Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crysis 2 in seiner schaurigen, blutigen und brennenden Welt und was weiß ich, da oben steht der Typ noch rum. Ja, endlich die Gefahren gebannt, das ist ja ganz toll. Solange wir es nur mit diesen Fuzzis hier zu tun haben, ist ja alles in Ordnung, bloß ich befürchte das Schlimmste. Auch wenn die Aliens für immer das Zeitliche gesegnet haben. Was ich denke und ich glaube... Ich denke auch, dass wir ja einen Schalldämpfer haben, oder nicht? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Bla bla bla, da Schall... Was ist denn das für ein Teil? Oh. Oh. Das hat nicht lange gedauert, was? Super, Klappe. Klappe, was quatsche ich eigentlich schon wieder? Aber leider kann mir das keiner mehr beantworten, denn die Vögel fliegen davon. Schießen die jetzt auf uns, oder was? Das ist aber... Ja, ja. Wie der... Oh. Mann, die arme Laterne. Die war noch nicht in Rente. Oh, die Granate ist mir etwas zu dicht. Hat er sich jetzt gerade selber verwundet? Naja, ist mir ja... Ja, Tarnfeld ist mir ja eigentlich ziemlich egal. Wo ist er denn hin? Na, wo bist du denn? Mein Freundchen, wo ist er denn hin? Da ist hier überhaupt noch... Ach, jetzt plötzlich, ne? Dann gehe ich einfach mal auf den Leuchtturm, mal sehen, was uns da erwartet. Dabidabida. Gar nichts, wie es aussieht. Oder so ein komischer Fuzzi, der irgendwie durchs Metallgitter fallen kann. Das ist so eine... Boah, der schießt ja auf uns. Das ist ja richtig fies von dem... Da unten ist wer. Ich sehe seine Taschenlampe. Das ist so eine besondere Angewohnheit. Das hat man von Geburt an. Das ist so eine Fähigkeit, dass man durch Metall fallen kann. Aber nur durch Metall. Metall, Metall. Stein geht da nicht. Das ist nämlich zu fest. Ihr wisst ja, was ich meine, ne? So, da ist ein ganz nötiges Fenster. Die bringen auch ganz viel. Na, wo bist du denn? Keiner drin? Na gut. Hallo? Wo seid ihr hin, meine Freunde? Da unten bestimmt irgendwo. Ach, ganz plötzlich wechselt die Musik. Das ist ja auch schön. Da. Zack. Also irgendwie ist meine Maus gerade... Moment mal. Wie ging das jetzt nochmal so? Ja, ist doch genauso wie vorher. Naja, die Empfindlichkeit war irgendwie ein bisschen zu niedrig eingestellt. Boah, ich höre hier immer so Schrittgeräusche. Ja. Das darf er doch nicht machen, der darf uns doch nicht so böse erschrecken. Wir dürfen jetzt nicht nochmal sterben. Das habe ich mir irgendwie mal so gesagt vor ein paar Tagen, wo ich die letzte Aufnahme begonnen habe. Boah, Sashimi, du darfst nicht mehr so oft failen, weil das wäre jetzt ein bisschen peinlich in deiner langjährigen... was ist das? Naja, werfen wir weg, keine Ahnung was es ist. Einfach wegwerfen in deiner langjährigen Let's Player-Karriere besonders, in meiner Fail-Karriere eher. Besonders in meiner sehr erfolgreichen Karriere. Wo ist er denn? Der war doch da gerade irgendwo. Hallo? Hopp doch da mal hoch. Das geht ja gar nicht mehr ohne Zielfernrohr. Mist. Gut, das hat geklappt. So, einen Moment mal. Können wir eigentlich in den Einstellungen erweiterte Grafik? Grafik? Nee, warum auch Grafik? Hä? Oh. Spiel. Fadenkreuz. Das ist eigentlich an. Untertitel. Soll ich den mal anmachen? Ich kann den ja einfach mal anmachen. Ich weiß jetzt nicht, ob es euch viel bringt. Ich quatsch sowieso immer. Brodowski Memorial oder was? Hier ist ein Pole gestorben, mein Brodowski. Er war immer oben geschützt. Im Jahr 8008 ist er gestorben. Irgendwie sehr komisch leise hier. Und so ein brennendes Fass. Woraus brennt das eigentlich? Komisch. Das kann durchs Metall brennen. Das ist ja ganz logisch. Das müssen wir jetzt einfach mal erlöschen hier. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Jetzt fallen wir da nicht runter.
Hallo? Ist das untergegangen? Naja, ist mir ja eigentlich auch egal, um was ich mich hier auch kümmere. Das ist ja unglaublich. Ja, ich bin eben sehr sozial. Ich kümmere mich sogar um die ärmsten Fässer hier im im Reich, wollte ich gerade sagen. Ich habe zu viel Gothic gespielt in der letzten Zeit. Oh, na? Wie geht's denn dir? Ah! Jetzt kann ich wenigstens sehen, was für doofe Namen die Teams da haben. So wie mit Azur 7 und Braun 8 oder was das war. Hallo? Kopfschuss? Ich glaube, der Schalldämpfer bringt uns ungemeine Vorteile. Verstehe auch gar nicht warum. Weil Schalldämpfer ist ja eigentlich dafür da, um Lärm zu erzeugen. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum der uns hier Vorteile bringt in so einer ach so ruhigen Zone. Hallo, bleib doch mal stehen. Ich möchte dich gerne erschießen. Keine Ziele. Einsatzgebiet sicher. Ah! Nein, 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 nein! Ach Leute! Nee, ne? Sehe ich das gerade richtig? Sehe ich das richtig, dass wir gerade hier sind? Nee, ne? Das sehe ich falsch, oder? Habe ich nicht gerade irgendwie mein Wort zum Sonntag gehalten? Von wegen nicht failen und so? Weg hier. Vielleicht können wir ja wirklich mal im Tarnmodus vorgehen. Also ich meine, so richtig getarnt, wisst ihr? Der sieht uns nicht. Das ist auch ganz schön, dass... Gut, jetzt weiß er zumindest... Hallo, langsam könnt ihr ja mal merken, dass ich nicht mehr Prophet bin. Was haben die überhaupt für ein... Das hat nicht lange gedauert, was? Also ich finde eigentlich, das habe ich ganz gut hingekriegt, Hargreef. Mann, Mann, Mann. Ist doch eigentlich ganz egal. Sollte das jetzt hier so eine Stealth-Mission sein oder was? Dann tut es mir natürlich leid. Aber das wurde mir ja vorher nicht gesagt. Und ich mag das nicht, wenn mir das vorher nicht gesagt wurde. Dann werde ich immer ganz popelig im Kopf. So, wo ist er denn? Hallo? Ach, da. Ach, da. Der hat auch nicht meinen Helm auf... Ah! Nicht meinen Helm aufgehabt. Die können doch nicht auf uns schießen. Was denken sie sich eigentlich hier? Können doch ganz ruhig mit uns sprechen und sagen... Sashimi, so geht das aber nicht. Du hast meinen Freund getötet. Warum machst du das? Das ist richtig böse von dir. Das würde ich dann schon verstehen. Dann würde ich das lassen. Aber die müssen doch nicht gleich auf uns schießen. Besonders der da nicht. Dieser Fuzzi. Ich komme mit diesem Zielfernrohr nicht zurecht hier. Zumindest ist dieses weiße Gedönsel da, dieses weiße Fadenkreuz. Hat irgendwie gefehlt, gerade eben. Hallo? Wo seid ihr? Oh, gut, dass das Tarnfeld nicht ausgeht, wenn ich nachlade. Nein, nein, nein! Und wie wenig Munition wir heute auch unnötig verschwendet haben. Das ist ja unglaublich. Ist das die gleiche Waffe? Ja, sieht so aus. Majestätik. War jetzt bestimmt ganz blöd, aber das Teil brauchen wir auch nicht mehr. Und ich habe irgendwie schon lange keine Knarre mehr in der Hand gehabt. Ja, die können wir zwar auch nehmen, aber ich glaube, da haben wir so Probleme mit der Munitionszufuhr. Nachfuhr, was für ein deutsches Wort das auch ist. Schießt du nicht auf mich? Das ist nett. Jetzt schmeißen wir wieder dieses komische flackernde Fass da weg. Was irgendwie nicht wieder nach oben kommt, weil da Steine drin sind. Die können natürlich brennen, weil die aus Metall sind. Da habe ich euch ja schon was... Was ist das denn? Oh, eine Sternschnuppe, wie niedlich. Was willst du eigentlich? Jetzt fängt er schon wieder an, auf uns zu schießen. Boah, gelb 7 hier, das ist unglaublich. Ich hol gleich Azur Gelb und Braun 38. Und dann heizt sie euch mal ordentlich ein hier. Mann, 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 Mann. Da ist wohl keiner mehr. Ist ja auch mal ganz nett.
Hallo? Danke, dass du dich da so bereitwillig hingestellt hast. Danke, dass ich mit dir Experimente ausversuchen. Ich könnte da jetzt natürlich hoch, aber... Ob so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ganz langsam und behutsam. Behutvoll. Hutvoll. Ha, 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 ha. Wisst ihr, ich hab einen Hut voll und so. Mann, war der mal wieder schlecht. Was war das? Ach, das war wieder die gleiche Waffe. Ah, wie wir weggeschmissen haben. Ich... Oh, irgendwelche komischen Kanister. Mit so einem Danga-Schild da drauf. Weg! Die ballern auch einfach nur noch in der Luft, ne? Dann sollen sie doch mal fragen, wo ich bin. Ich würde mich doch bereitwillig... Oh, oh. Natürlich bereitwillig zur Verfügung stellen. Oh nee, der lebt noch. Würde ich mal sagen, ist nicht gut gelaufen. Aua, kann mir doch nicht keine Granate auf den Kopf werfen. Die sind aber wagemutig, dass sie hier einfach reingelaufen kommen. Besonders mit meinem einen Schuss, den ich da, oder sechs Schuss, die ich da noch hab. Nee, warum, wie komme ich jetzt auf sechs? Mit meinem einen Schuss natürlich. Meinem eigenen Schuss. War da unten, tut mir leid, ich muss jetzt aber einfach nochmal ganz schnell hin. Piep, 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 irgendwas piept hier gerade so komisch, wenn wir laufen. Da steht ein Klo rum. Es wurde bestimmt schon seit Ewigkeit nicht mehr geleert. Das stinkt bestimmt alles schon ganz schön dolle. Nach Verwesung und so, da ist wohl einer beim... ja, ihr wisst schon, was ich meine, gestorben. Wo war die denn? Ich bin ganz felsenfest davon überzeugt, dass sie irgendwo in einem Ammo-Kiste rumstand. Mir wird ja ganz kirre hier beim Rumlaufen. Nö, wie es aussieht, nicht. Ach, und schaut euch diesen schönen Ausblick an. Ist das nicht herzallerliebst? Alles brennt und alle sind tot. Das ist doch wunderbar. Dann gibt's wohl doch keine Kiste. Das ist ja auch ganz toll. Können wir natürlich auch mit leben und so. Ist ja gar kein Problem für so welche wie uns. Weiß ich jetzt nicht, was uns das bringen würde, aber... Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, aber ich mach's trotzdem, aber dann kann ich's ja auch lassen. Ich bin ja... Oh, ich bin ja ganz gewieft, der alte Hund hier. Ah, nee! Hä, wo habe ich jetzt wieder die sechs Schuss her? Mysterious. Mysterious. Very doll mysterious. Wisst ihr? Da wisst ihr Bescheid, ne? Ich denke mal, das ist das Olympia-Zeichen da, die Olympia-Ringe da, oder so. Da brennt alles, da ist die Brücke umgekippt, runtergekippt, abgenippelt, hahaha, aha, da hinten ist irgendwas. Wasserflaschen, lecker. Und ein Kaffee to go, lecker. Und eine Treppe, lecker. Treppen sind übrigens meine Spezialität. Jetzt schon wieder so ein komisches brennende Fass. Pfui, weg! Wow. Sind wir hier sogar mit runtergefallen. War ja ganz elegant. Wisst ihr was? Ich weiß ja noch nicht, ob ihr es wusstet, aber da ist erstens eine Ammo-Kiste, eine Muni-Kiste. Und zweitens habe ich gar nicht so besondere Lust zu sterben hier. Mein Freund der Müllsack auch nicht. Mein Freund der Müllsack, mein Freund der Müllsack. Hier. Geh mal mit dem High-Voltage-Schild da knutschen. Da ist ja noch einer. Was macht der denn da? Was ist denn an dem tollen Himmel so interessant? Oh, ich falle hier auch immer. Hallo. Was ist denn an dem Himmel eigentlich so interessant? Da, eine Waffe. Das Problem ist, würden wir jetzt nicht vorankommen, können die auch nicht die Aufnahme stoppen, weil wir ja immer noch keinen Kontrollpunkt erreicht haben. Ja, so viel dazu. Welch eine Ironie. Hier schon wieder dieses Fettteil. Dieses Big Mama geschützt irgendwelche komischen Stäbe im Wasser. Ist bei uns auch in der Badewanne irgendwelche komischen Stäbe. Ist das...
da, wie das aussieht? Es sieht aus wie diese Lagerhalle von Dr. Nathan Gould. Von dem alten Gould von der Sackratte. Ganz leise. Hat ja super geklappt, wie es aussieht. Ich sehe hier überhaupt keinen. Hallo? Ja, Hochspannungszaun hin oder her, aber das heißt nicht, dass hier irgendwelche Feinde... umherpatrouillieren und so. Guck mal da, das war eine Ammo-Kiste, aber... Jetzt bin ich einfach mal ganz gewieft. Ach, nee. Der kann doch da nicht einfach stehen. Mann, 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 ist ja blöd. Richtiger Blödi an der Alte. Ist er tot? Ich hoffe ja mal. Jetzt haben wir jetzt ein ganz klitzekleines Problem. Wir können jetzt auch wieder rückwärts aus dem Fenster springen, aber ich glaube, der ist tot. Toll, super, wirklich klasse. Wir warten jetzt einfach mal und lassen mal die Energie auftanken. Schon wieder so ein DSG-1. DSG-Getriebe, ihr wisst schon, ne? Hahaha. War doch vom Auto, oder nicht? Nicht, dass ich mich jetzt noch mehr blamiere als sonst schon. Ach, wieder die alte Grendel. Meine Oma heißt Grendel. Hier, Mail anhalten. Von wegen sammelbaren Secrets und so sind wir auch ganz gut dabei, oder nicht, finde ich. Komm mir ganz so vor. Toll, hier war ich schon drinne. Wahrscheinlich muss man hier hoch und unsere... Ah! Habe ich den jetzt voll in den Kopf geschossen? Das wäre ja mal... Wo schießt der denn hin? Das wäre ja mal toll. Probieren wir die jetzt einfach mal auf. Boah, was ist denn das für ein Teil? Gefällt mir ja ausnahmsweise. Wenn ich eigentlich was gegen Pistolen habe. Solange sie unter 30 sind. Hallo, vom Kaliber her, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Nicht 30 Jahre alt oder so. Weil 30 Jahre alte Pistolen, was soll ich denn damit? Ja, und eine neue nehmen. Oh, wie schön hier der Faden die Kante überragt. Ah, nein, 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 nein! Ach, Leute. Ach. Okay. Langsam. Hören Sie gut zu, Alcatraz. Lockhart hat bei der nächsten Kontrollsperre... War ich hier nicht schon? ...für Sie eingerichtet. Nein. Wie geplant losgeht. Grillt sie die Systeme der Nanohülle und ihre Synapsen wahrscheinlich gleich mit. Was sind bitte Synapsen? Umgehen, aber wir können sie austricksen. Flasche! Eine Nebenstation für die Energieversorgung des Prism am Ostufer. Ah, jetzt kann ich auch quatschen, ne? Weil... Schon wieder die weg. Weil ich ja jetzt Untertitel eingeschaltet habe. Infiltriere Roosevelt Island. Durch die Pipi-Pampe hier. Wer weiß, wie lange die da schon drin steht und Guard und so weiter. Wisst ihr, der Avantgarde und so. Oh, Eis. Ist das ein Gutschein oder ist das eine Eispackung? Toll. Irgendwelches Gesabber dran, aber egal. In der Pampe ist das sowieso nicht mehr so schlimm. Gesabber hin oder her. Und ich kann mich erinnern, ich sagte ja schon mal, ich habe ein Let's Play hiervon geschaut. Also von Crysis 2, von 1 nicht, weil das habe ich ja, ihr wisst schon, ne? Und da kann ich mir tatsächlich dran erinnern, hier, an diesen Part. Aber ich glaube, da komme ich nicht... Oh, doch, geht ja. Bin ja von meinen eigenen Künsten überzeugt. Oder überrascht, besser gesagt. Überzeugt ja nicht so. Aua. Bin ich hier nicht hergekommen? Nö, wie es aussieht, nicht. Ach, scheiße. Woher wisst ihr das denn, hä? Ich meine, ich habe zwar immer noch meinen Peilsender am Hintern kleben, aber das ist ja keine Ausrede dafür, dass ihr mich aufspüren könnt. Das geht ja mit dem Peilsender gar nicht. Der ist ja gar nicht dafür da, zum Peilen. Oder zum Verpeilen. Zack, zack. So, weg. Da ist war irgendwie... Es gibt bestimmt Gelb 1 bis Gelb 100. Irgendwann sind sie vollkommen durcheinander. Ins Knie. Oh, ich war damals mal selber Abenteurer wie ihr, aber dann habe ich eine Kugel ins Knie bekommen. Also heute. Damals habe ich natürlich einen Pfeil ins Knie bekommen. Das ist mir schon 36 Mal passiert.
Gut, da sehe ich irgendwie was rumhüppeln. Hoppeldi Moppeldi, Öxibux und Schnöxibux. Da! Nein! 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 Nee. Gar nicht ein ganz klein wenig aggressiv oder so. Komm, weg, weg! Und der ist gleich tot, das ist ja auch schön. Planen wir mal gleich nach. Nicht, dass wir wieder so Probleme haben. Das ist, glaube ich, gar nicht gemerkt, der andere da unten, oder? Weißt du aber, wo wir sind? Durch das Metallgitter zielen. Natürlich durch den... durch den Maschendraht, genau durch das Loch von hier hinten, ohne Zielfernrohr einzusetzen, ist ja klar. Mache ich auch täglich. Wenn ich meiner Nachbarin das Brötchen aus der Hand schieße, weil ich so geizig bin und ihr das nicht gönne, da. Der hat uns jetzt... Ach nee, das ist ein anderer. Ich will so viele wie möglich von hier hinten schon gleich ausschalten, weil uns das ungeahnte Vorteile erbringen könnte. Vielleicht sollte ich mal Nanosuit aktivieren. Da ist ein Speckmeck. Oder auch nicht, das ist was anderes. Guck, 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 wo schießt der jetzt? Ach nee. Ach nee. Der ist hingefallen. Die alte Potsau stand die ganze Zeit vor unseren Füßen. Ist ja blöd. Das darf aber nicht. So. Jetzt werde ich hier aber zum Meerschweinchen. Gut. Da gehe ich jetzt erstmal vielleicht doch noch nicht. Hallo, du hast mich gar nicht gesehen, ja? Wenn wir uns verstehen. Tun wir wohl nicht. Zumindest verstehen wir mit den anderen nicht so gut. Die Hänseln mich immer. Lebt er noch? Den habe ich gerade erschossen. Habe ich jetzt so gedacht. Hat sich dann aber nicht so bewahrheitet. So, so, so. Ja. Kein bisschen Munition verschwendet. Ich doch nicht. Das würde ich auch niemals zulassen.